Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video. Heute nehme ich dich wieder mit auf der Suche nach einem passenden Reitpferd für meine Freundin. Also, los geht's. Und da haben wir uns diesen Warmblutwallach angesehen mit so einem hübschen Gesicht, so ein kleines Babyface. Der Wallach ist 3,5 Jahre alt und wird jetzt gerade schonend ausgebildet. Hat hier einen Kappzaum drauf. Wir selbst longieren ja auch immer nur mit Kappzaum. Niemals am Gebiss, an der Trense, am Zaumzug oder sowas. Nie, sondern immer mit Kappzaum. Auch nie mit Ausbindern oder sonstigen Hilfszügeln. Ich möchte ja mein Pferd nicht in diese Haltung zwingen, sondern einfach mal schauen, dass das einfach so locker und pferdefreundlich geht. Und diese Grundsätze teilt auch die Besitzerin von dem Wallach. Also da waren meine Freundin Steffi und ich schon sehr begeistert. Der erste Eindruck war schon mal top. Alles, was die Besitzerin erzählt hat, wie sie sich mit ihm beschäftigt hat, war wirklich, wirklich gut. Und erkennt er jetzt schon den Sattel? Hat ein Stockmaß von 1,65, ist ein dunkelbrauner, als Rasse steht im Pass deutsches Sportpferd. Und hier bekommt er jetzt über seinen Sattel noch einen extra Gurt geschnallt, weil er jetzt langsam ans Reitergewicht gewöhnt wird. Und die Besitzerin steigt er jetzt nicht selbst auf, sondern hat zuerst jetzt so eine Art Dummy. Das ist hier so eine Hose, die sie halt immer wieder so am Boden wirft, um mal zu schauen, okay, schreckt sich der jetzt eh nicht. Aber ich meine, er steht da einfach ganz chillig da, bewegt sich überhaupt nicht. Und in dieser Hose hat sie Stroh reingepackt oder irgendwelche Materialien, die das Ganze dann auch schwerer machen. So eine Art Fake-Reiter. Und den hat sie da jetzt ganz vorsichtig auf den Sattel draufgepackt. Und überall sind diese Strohschnürdel drauf, diese blauen. Dem hat sie alles zugeknotet. Und da sieht man wieder, wofür so Strohbänder noch alles gut sind. Ich feiere die ja sehr. Habe damit ja auch schon in meinen Do-it-yourself-Videos schon mehrmals herumgebastelt. Und an der Hose sind noch so extra Karabiner dran und damit kann man das Ganze dann am Sattel befestigen, damit dieser Fake-Reiter nicht irgendwie plötzlich während der Bewegung vom Sattel runterrutscht. Und damit hat uns die Besitzerin auch gezeigt, wie er sich so beim Schrecktraining macht, hier mit dieser Decke, mit diesem Tuch. Wow, und er ist da wenig beeindruckt, bleibt da einfach stehen, lässt alles über sich ergehen, zeigt da jetzt Interesse, was eh ganz toll ist. Also wenn ein Pferd Interesse zeigt und sich es anschauen möchte, auf jeden Fall loben und anschauen lassen, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und auch hier mit den Flatterbändern, wow, das tangiert ihn auch wenig. Ich kann mich erinnern, meine Haflinger Stute Escada fand so Baustellenabsperrbänder überhaupt nicht prickelnd. Also wir waren mal ausreiten, das werde ich nie vergessen. Sie wollte mal an so einer ganz, ganz kleinen Baustelle, wo alles so mit so einem rot-weißen Band abgesperrt war, wollte sie nicht vorbeigehen. Ich habe sie dann umgedreht und ein bisschen rückwärts dann vorbeigegangen, weil rückwärts ging es anscheinend, aber vorwärts wollte sie partout nicht vorbeigehen. Aber wie du siehst, der Wallach macht einen sehr entspannten Eindruck und auch da jetzt mit der Fahne, zeigt Interesse, geht danach, rennt er jetzt nicht irgendwie panisch herum oder so. Also das klappt alles mega gut. Er hat irgendwie mehr Interesse irgendwie an der Wand als an dem Tuch, an dieser Fahne. Also schon sehr, sehr cool. Und alles, was die Besitzerin halt im Vorfeld gemacht hat, ist genau das, was wir halt einfach auch toll finden. Also nicht einfach gleich Sattel drauf clashen, Reiter drauf, los geht's und vorher, keine Ahnung, paar Wochen oder 2-3 Wochen ausgebunden longieren. Da sind wir halt nicht so die Freunde von. Und deswegen möchte ja meine Freundin eigentlich ja auch ein rohes Pferd haben oder ein Pferd, was halt wirklich fast nichts kennt, weil sie das gemeinsam mit meiner Trainerin halt dann selbst ausbinden möchte. Und da sind wir halt mega positiv überrascht, wie toll sie das macht. Und da läuft er auch ganz untertourig, ganz entspannt. Meine Freundin sagt ja auch, sie braucht da jetzt nicht irgendwie ein Pferd mit, was jetzt da die Beine durch die Gegend schmeißt und hier die ärgsten Gänge zeigt, sondern einfach ein cooles, entspanntes Pferd, mit dem man natürlich dann auch ein bisschen spritziger unterwegs sein kann. Zum Beispiel da jetzt, dann galoppiert er an. Aber mit dem sie halt einfach in jeder Lebenslage klarkommt. Sie hat da jetzt nicht vor, ein Pferd zu haben, mit dem sie keine Ahnung was machen möchte, sondern sie möchte einfach genauso wie ich einfach ein Freizeitpferd haben, mit dem sie auch ins Gelände gehen kann, aber natürlich dann auch am Platz was machen kann, vom Boden aus was machen kann. Und die Besitzerin hat ja auch wirklich viel vom Boden gearbeitet. Man hat ja auch dann auch gemerkt, dass sie uns ihnen vorgestellt hat. Die haben auch eine Verbindung. Das Verrückte ist an der ganzen Sache, das hat uns die Besitzerin erzählt, dass sie den vor einem Jahr gekauft hat und dass der gar nichts gekannt hat, dass der komplett wild aufgewachsen ist, ohne einen Kontakt zu Menschen, ohne dass da irgendwie was war, hat kein Tier gekannt, kein Hufschmied gekannt, nichts.
Und das hat sie sich jetzt alles innerhalb von einem Jahr halt erarbeitet, was ich richtig, richtig toll finde. Nicht innerhalb von ein paar Wochen, wie das vielleicht ein paar andere machen, sondern einfach hier mal so richtig viel Zeit nehmen. Und sie wollte das Pferd natürlich für sich selbst hier ausbilden. Das ist ja die traurige Geschichte. Aber die Lebensumstände haben sich leider ergeben, dass sie den leider verkaufen muss. Und das ist so schade. Sie hat mir auch so unfassbar leid getan. Also sie hat den nicht gekauft, um den einfach dann zu verkaufen, sondern sie hat den eigentlich für sich selbst halt eben auch ausgebildet. Und leider gab es da mehrere Umstände, dass sie den jetzt leider verkaufen muss. Es ist wirklich super traurig. Und ich finde es ganz toll, was sie mit dem Wallach bis jetzt alles schon erreicht hat. Denn vorher war natürlich auch Hengst. Der hat wirklich niemanden gekannt. Es war halt keine Hauruck-Aktion, sondern es ging halt einfach über so, so viele Monate. Und hat sie den so Step by Step einfach an alles herangeführt und die beiden vertrauen sich halt. Man hat halt einfach die Bindung zwischen den beiden einfach so gemerkt, dass sie das auch so unfassbar traurig gefunden habe, dass sie den auch hergeben muss. Sie möchte den natürlich an den besten Hände wissen. Sie möchte den nur an einen mega guten Platz verkaufen, was ich auch verstehen kann. Sie hat uns auch erzählt, dass da irgendwelche Leute waren, die dann gesagt haben, ja gut, und mehr kann der nicht. Und okay, der ist jetzt falsch angaloppiert. Dann einfach durchparieren, dann einfach nochmal, ist ja auch echt ein Schlimmes dabei, die sich etwas anderes dann auch erwarten und dann sagen, ja, der muss schon das und das können und so. Und das will sie halt einfach nicht. Sie möchte einfach jemanden haben, der das dann auch schätzt. Und meine Freundin und ich waren halt komplett hin und weg. Ach, der hat so einen schönen Schweif, so einen schönen fülligen, voluminösen Schweif. Wir waren halt auch von der Art und Weise, wie sie das Pferd ausgebildet hat, bisher einfach so begeistert, weil es uns einfach auch so an unsere Trainerin Anna erinnert hat. Wie gesagt, haben wir was Besseres, kann uns eigentlich gar nicht passieren. So, und jetzt kommt leider der traurige Part an der ganzen Sache. Meine Freundin hat sich dann entschieden und hat gesagt, ja, sie möchte das Pferd gerne haben. Aber nachdem sie selbst ja schon zwei Pferde hat, die gesundheitliche Probleme haben, hat sie gesagt, sie möchte auf jeden Fall eine Untersuchung machen. Also eine Ankaufsuntersuchung machen. Da steht zum Beispiel meine Freundin jetzt gerade in der Mitte und probiert ihn gerade hier zu launchieren. Sie möchte fix eine Ankaufsuntersuchung machen und alles durchchecken lassen. Nicht, dass es dann irgendwann heißt, so, okay, nein, der hat jetzt das oder das. Ja. Und daraufhin ist dann eben auch ein Arzt dann gekommen, ein paar Tage später, meine Freundin musste sich natürlich alles dann durch den Kopf gehen lassen, Arzt hat das alles durchgecheckt und bei der Ankaufsuntersuchung ist es ja auch so, dass der Tierarzt dafür haftet, also es ist dann alles geröntgt worden, die Beine, der Rücken, alles durchgecheckt worden und der Arzt haftet dann auch dafür, also der macht es dann auch wirklich sehr, sehr gründlich, ich hoffe, dass Ärzte sonst auch sehr gründlich sind, aber da gilt dann einfach auch die Unterschrift, falls es dann irgendwelche anderen Probleme geben sollte, wenn das dann vielleicht auch, ich meine, das ist halt mega blöd, wenn sowas halt vor Gericht dann kommen würde, wenn irgendwie was passieren sollte oder so oder was wäre. Aber der Arzt haftet dann eben dafür und deswegen hat er das dann ganz genau durchgecheckt. Und da ist leider ein kleines Problemchen dabei rausgekommen, was er hat. Und meine Freundin hat gesagt, okay, sie möchte wirklich ein Pferd haben, was gar nichts hat, gar nichts, weil sie eben eh schon zwei Pferde hat, die was haben. Der eine hat es an den Beinen und die andere ist halt schon super alt. Ja, und deswegen... Es ist so traurig. Ich sagte, ich habe auch gerade vorhin wieder mit meiner Freundin geschrieben auf WhatsApp, habe ihr gerade gesagt, du, ich bereite gerade das Video vor von dem Wallach und sie hat gesagt, ma. Sie hat dem auch sehr, sehr lange nachgeweint. Ich finde den auch so toll und es ist halt so mega schade, aber leider ist er es nicht geworden. Leider, leider. Wenn man halt keine Ankaufsuntersuchung macht, weiß man es halt auch nicht. Es gibt ja auch voll viele Leute, die keine Ankaufsuntersuchung gemacht haben und dann einfach bis heute nichts darüber wissen. Vielleicht ist bis heute auch noch gar nichts ausgebrochen, unter Anführungszeichen, dass man einfach wirklich nichts weiß und bis jetzt klappt das mit dem Pferd auch ganz gut. Kann es ja auch geben, nur meine Freundin hat einfach jetzt schon schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen möchte sie das fix ausschließen und somit sind wir weiter auf der Suche nach einem passenden Pferd für meine Freundin. Der Schöne ist es leider nicht geworden. Sehr, sehr traurig, aber richtig, richtig toll, was die Besitzerin mit ihm gemacht hat. Also das wäre ein richtig tolles Pferd gewesen für meine Freundin. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Da ist auch ein Video dabei von den anderen Pferden, die wir bis jetzt angeschaut haben. Kostenlos abonnieren nicht vergessen, würde mich mega freuen. Hört dir sehr gerne meinen fast täglichen Podcast an. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.